Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von Playtime. Ja, es ist wieder soweit. Die Spiele, die ich gespielt habe in einem gewissen Zeitraum, ich habe es mir monatlich vorgenommen, aber es ist leider nicht immer möglich. Daher hat sich extrem viel angesammelt und ja, ist sozusagen eine XL-Ausgabe diesmal. Ja, die meisten Spiele, die ihr jetzt sehen werdet, habe ich zu zweit oder zu dritt gespielt. Ihr wisst ja, die aktuelle Situation macht das Ganze ein bisschen schwieriger und hoffe, dass ich jetzt noch ein paar Spiele mit vier Leuten dann bald mal testen kann. Was ich ja auch muss, ja, zum Beispiel Human Punishment, The Beginning, das neue, zeige ich euch dann nochmal kurz, möchte ich jetzt unbedingt bald spielen. Und leider ist es gerade aktuell wirklich schwierig, viele Leute auf den Tisch zu bekommen. Aber ja, wir werden ja sehen. Vieles hat sich ereignet, ja, in dieser Playtime. Ich habe trotz Corona extrem viel zu tun in meiner Arbeit, kann eigentlich nur abends spielen oder live streamen, ja, also spät abends dann. Aber trotzdem stecke ich jede freie Minute in diesen Kanal bzw. in Brettspiele. Ja, ich kenne fast kein anderes Hobby mehr außer Brettspielen, weil es einfach so geil ist. Meine Modellflugzeuge habe ich auch schon lange nicht mehr angestartet. Sollte ich wieder mal machen. Ich glaube, im Sommer werde ich ein paar Runden wieder fliegen. Aber ansonsten, ja, das Brettspielen ist einfach meine große Leidenschaft. Und daher wird auch, wenn ich müde bin, ab und zu mal ein bisschen, aber jeden Tag eigentlich, etwas reingesteckt. Und ich möchte mich herzlich bedanken für die netten Kommentare, die ihr da lasst. Ja, freut mich, wenn meine Videos sehr gut ankommen, weil das motiviert einen zum Weitermachen und dann ist man auch gewillt, dass man Videos oder Spiele erklärt, was ja eigentlich ja auch ein Bedürfnis ist, aber trotz der, sage ich jetzt mal, geringen Spielzeit, der geringen Zeit, die man hat, auch noch Videos zu machen und zu spielen, was teilweise wirklich bis spät in die Nacht dauert, motiviert das dann einen natürlich nicht aufzuhören und weiterzumachen. Und das ist ja das Schöne dabei, wenn man merkt, dass euch die Videos helfen und vor allem, dass ihr Spaß daran habt, die Videos anzugucken. Ja, ich selber konsumiere ja auch andere YouTuber, entweder als Kopfhörer, ja, wenn man kurz in der Arbeit mal Zeit hat, oder natürlich als Beschäftigung, wenn ich wieder mal bemalen könnte und so weiter. Und ja, von daher freut es mich und ich hoffe, ihr habt auch Lust, jetzt die Spiele zu sehen. Wie gesagt, die meisten kennt ihr schon von meinen vergangenen Videos. Und ich muss sagen, in diesem Jahr, jetzt zum Jahresende hin, sind sehr viele Highlights dabei, die ich jetzt gespielt habe. Ein paar Spiele, von denen ich enttäuscht war. Und ich sage es immer wieder, ihr seht ja nicht so oft negative Rezensionen auf meinem Kanal. Das liegt eigentlich nur daran, dass wenn das Spiel mich also wirklich schlecht ist, ja, dann fehlt dir irgendwie auch die Motivation dazu, etwas zu zeigen. Denn wenn du es dann willst du es nicht öfter spielen, dann finde ich, kommt die Meinung nicht so fundiert rüber. Ja, und daher, von daher zeige ich meistens nur immer nur die Sachen, die ich richtig geil finde und werde auch in diesem Playtime jetzt über diese Spiele reden, die ich nicht so toll finde, weil ich eben nicht die Zeit habe, da noch auch viel Energie zu investieren, die mir dann persönlich nicht viel bringt. Ja, dass ich Spiele spiele, die mir schon bei der ersten Partie nicht gefallen, dann weiß ich das schon, ja, das wird wahrscheinlich nichts werden oder meiner Frau natürlich auch. Aber dazu kommen wir jetzt gleich bei den Spielen, die mir nicht so gefallen haben, beziehungsweise die enttäuschend waren, aber nicht schlecht. Ja, also ich glaube, das war wirklich lange her, dass ich ein Spiel extrem schlecht bewertet habe, weil es einfach nicht ausgereift war. Und das, glaube ich, war damals das Conceal der Vier, ist aber schon lange her. Das war wirklich nicht gut. Das war unfertig. Und ja, es ist cool, dass ich irgendwie so einen Geschmack und das Gefühl dafür habe, dass ich mir richtig tolle Spiele kaufe, die mir auch liegen. Aber genug geredet. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit den Spielen, die mir nicht so gefallen haben. Und daher habe ich sie schon verkauft. Und besitze sie natürlich nicht mehr, ich werde sie eigentlich einblenden. Und zwar, das erste Spiel in der Reihe war Bonfire. Na, jetzt seid ihr vielleicht überrascht oder auch nicht, ihr habt es in den Videos, in der Regelerklärung vielleicht auch schon gesehen, die habe ich ja dazu auch gemacht. Im Großen und Ganzen ein sehr gutes Spiel. Ja, da gibt es eigentlich nichts dran auszusetzen. Wenn man die Stefan Feld-Spiele jetzt der letzten Jahre betrachtet, hat mir keines so wirklich zugesagt. Und Bonfire war da jetzt echt angenehm, eine sehr gute Überraschung, dass man also sehr
schöne Überraschung, dass man da jetzt wieder einmal ein gehobenes Kennerspiel vor sich hat, das sich auch wirklich gut anfühlt, wenn man es spielt. Ja, Forum Traianum hat mich überhaupt nicht abgeholt, damals zu trocken, zufällig und so weiter. Das war nicht schön. Und ich muss erstmal sagen, die Lieblings-Stefan-Feld-Spiele von ihm sind für mich immer noch Traian und Burgen von Burgund. Und Aquasphäre habe ich noch nicht gespielt. Das liegt noch da, muss ich noch zocken. Und bei Bonfire, also ich versuche noch generell nicht zu lange über die Spiele zu reden, weil sonst wird es ein episches Video, aber ich glaube, das wollte er ja auch. Ja, zurück zu Bonfire. Gleich vorweg, es ist ein sehr gutes Spiel. Ja, da möchte ich nichts drüber verlieren. Ich habe es zweimal gespielt mit meiner Frau, obwohl wir nach der ersten Partie, und ich stehe natürlich dazu, nach der ersten Partie schon gesagt haben, okay, das war jetzt cool, aber irgendwie überhaupt nicht spannend. Ja, und das ist das Hauptproblem in diesem Spiel, finde ich, weil ich auch sehr viele Eurogames spiele, dass du dich wirklich strikt nach diesen Bonfires richten musst. Ja? Und das gefällt mir nicht. Das heißt, wir haben es gespielt, dann war das so, naja, okay, spielen wir es nochmal, jetzt kennen wir das Spiel, also nochmal gespielt. Und da war es irgendwie wieder genau das Gleiche. Du hast alles vor dir ausliegen. Du musst dich auf die Bonfire versteifen. Ja, es gibt quasi keine anderen Möglichkeiten, irgendwie gewinnbringend Siegpunkte zu erlangen. Und das ist wirklich so, das gefällt mir in diesem Spiel überhaupt nicht. Nur wenn du dich wirklich auf die Bonfires konzentrierst, auch die Flammen entzündest und das passende, den passenden, na, Priester dazu einsetzt. Ich habe sie schon länger nicht mehr gespielt, also ich muss da jetzt noch nachdenken, ein paar Wochen Revue passieren lassen. Dann sahnst du richtig viele Punkte ab und das musst du auch machen. Und wenn du dann die zweite Partie spielst, finde ich, spielt sich das Spiel sehr repetitiv. Ja, immer nur auf diesen Weg entlang gehen und nur auf diese Weise die meisten Siegpunkte sammeln. Klar, du hast einen Random-Faktor, indem du diese Plättchen, mit denen du mit den Booten fährst, zufällig auslegst. Ja, das ist nichts Besonderes. Die befinden sich halt an anderen Orten, ist aber auch nicht wirklich so, dass da ein Gefühl von Randomness aufkommen würde. Ja, und das hat schließlich und endlich dazu geführt, dass ich das Spiel langweilig finde. Definitiv, Bonfire ist mir zu langweilig. Es ist ein sehr gutes Spiel, aber ich habe es lieber, wenn ich in einem Spiel mehr Optionen habe, um das Spiel zu gewinnen. Viele sagen auch, Bonfire ist ein Expertenspiel. Ich weiß, das ist schwierig zu beurteilen als Vielspieler, weil man spielt sehr viele Spiele und man muss dann schon sagen, man kommt natürlich leichter in solche Sachen rein. Aber ich finde, Bonfire ist bei weitem kein Expertenspiel, das ist ein Kennerspiel, ganz klar. Aber in den Expertenbereich geht es wirklich überhaupt nicht. Ja, so viel zu Bonfire. Wie gesagt, es kann dem einen oder anderen von euch natürlich sehr gut gefallen, aber mir war das im Großen und Ganzen zu repetitiv, zu wenig. Eine Aussage nach zwei Spielen, ganz klar. Wenn du nach dem ersten Spiel schon merkst, und das ist bei jedem von euch so, das weiß ich, du merkst es, du spielst es beim ersten Spiel und merkst, okay, die Mechanik und so weiter, ich glaube, ich spiele das zweite Spiel genau gleich, ja, dann denkst du dir schon, das war jetzt irgendwie so unlustig, ja. Dann spielst du das zweite Mal, wird nicht besser, dann weißt du genau, nein, das Spiel wird wieder ausziehen. Aber ich möchte es nochmal sagen, es ist kein schlechtes Spiel. Viele Spieler gefällt es, viele bewerten es sehr gut, aber für mich ist es definitiv zu wenig. Da greife ich doch lieber auf Trajan oder Burgen von Burgund zurück. Da hat man gleich oder spürt man gleich in den ersten zwei Zügen, wie spannend und wie viele Möglichkeiten man hat, sich zu überlegen, bei Trajan zum Beispiel, wie man die Schalen da optimal die Farben verteilt bei den Schälchen. Ja, so viel zu Bonfire, eh schon zu viel geredet, aber ich muss mich natürlich auch ein bisschen rechtfertigen. So, dann haben wir als nächstes Spiel, was ich nicht da habe, Fayum. Ja, jetzt geht auch wieder der Aufschrei hoch wahrscheinlich. Oh, Fayum ist doch so geil. Ja, das erstmal muss ich sagen, ich finde das Artwork von Fayum super. Also mir gefällt die schlichte Optik. Wie gesagt, ich finde auch Santa Maria toll. Ich meine, klar, die Optik von Santa Maria ist wirklich nicht schön, aber das Spiel ist genial und Fayum ist schon schön. Ja, das kann man nicht kritisieren. Das ist ein eigener Stil, sehr trocken wohlgemerkt, aber sehr schön ägyptisch gemacht. Ich finde das wirklich cool, wie das aussieht. Das gefällt mir alles. Es ist wunderbar. Schöne Karten, schöner Spielplan, Material top. Alles passt.
Ja, und da spielen wir es und es war genau dasselbe Gefühl. Ja, nicht dasselbe Gefühl, aber es war genauso wie bei Bonfire. Du spielst das erste Spiel und dann zu zweit und dann denkst du dir, ja, okay, was haben wir jetzt da eigentlich Besonderes gemacht? Eigentlich haben wir nur Straßen gebaut und Siedlungen gebaut, abgegradet und so weiter, aber wir haben eigentlich nicht viel gemacht. Klar, wenn du dieses Spiel, finde ich, mit mehreren Spielern spielst, hast du viel mehr Abwechslung drin, dann ist es ein bisschen spannender, du willst irgendwo hinbauen, wo du geplant hast, ja, und hoffst, dass dir die Spieler den Weg nicht verbauen, wird sicher ein bisschen besser. Es hat eine tolle Kartenmechanik, die eigentlich ganz simpel gemacht ist. Du darfst, wenn du die Rückzugsaktion machst, drei Karten von deinem Ablagestapel, die obersten drei, wieder nehmen und für zusätzliches Gold darfst du dir mehr Karten nehmen. Das führt dazu, dass du die Überlegung tätigen musst, welche Karten spiele ich jetzt so, also wie spiele ich die Karten aus, dass sie genau so oben liegen, damit ich im nächsten Zug die richtigen Karten wieder bekomme. Und das ist das Einzigste in Fayum, was richtig spannend ist, dieser Kartenmechanismus und ja auch der Markt, der ist sehr cool gelöst, finde ich. Aber dieser Kartenmechanismus, dass du dir nachdenken musst, wie ordne ich die Karten an und wie bekomme ich sie dann wieder, vor allem wenn ich mir neue Karten kaufe. Ja, und kann dann natürlich auch Gold ausgeben, um mehr Karten zu ziehen. Das ist schon sehr schön. Das ist mal was anderes. Auch wie gesagt, der Marktkarten, also diese Marktauslage ist sehr schön gemacht, die anscheinend auch vom Funkenschlag so gemacht wurde, dass die Zahlen, also die Karten sind nummeriert und wenn die Karten dann neu auftauchen, werden sie dementsprechend in die Reihe eingeordnet. Das kann auch dazu führen, dass du am Spielstart sehr hohe Karten ziehst, die vielleicht eventuell später kommen würden, normalerweise aber auch am Anfang schon da liegen, nur in einer anderen Reihenfolge. Das finde ich cool. Ja, das gefällt mir echt an dem Spiel. Aber Fakt ist, dass wenn diese Kernmechanik auch noch so gut sein mag, dass auf was auf dem Spielfeld passiert, das ist so unspannend, das ist so langweilig. Ja? Also ich weiß, es war zu zweit, soll aber auch natürlich zu zweit sehr gut funktionieren. Und ich kann mir vorstellen, wie gesagt, dass es mit mehr Spielern ein bisschen spannender ist. Aber wenn es bei mir schon zu zweit nicht funktioniert, dann wird es definitiv ausziehen. Und ich möchte darauf nochmal eingehen. Und zwar im Prinzip machst du nur anderes, nichts anderes als Straßen legen, versuchst dich in irgendeine Gegend hinzubauen. Der andere Gegner macht das natürlich auch. Ihr baut gemeinsam an dieser Map. Ja, das hört sich zwar sehr schön an, das hat mich auch getriggert. Ihr baut gemeinsam sozusagen hier am Rande des Nils die Felder auf und könnt davon profitieren. Aber das, was man mit den Karten macht, finde ich total unspannend. Ja, Straße bauen, Dorf legen, Upgrade. Ja, und dann bekommst du bessere Karten, die dir dann teilweise zusätzliche Aktionen erlauben oder Sachen erlauben, die eigentlich nicht möglich wären, aber im Großen und Ganzen sind diese Karten nicht abwechslungsreich genug, finde ich. Ja, da muss man vielleicht auch das Spiel noch öfter spielen, aber definitiv gefällt mir der Kerngedanke in diesem Spiel oder ist mir das einfach zu langweilig, was auf dem Spielbrett passiert. Ganz einfach. Ja, das ist ein Gefühl, das ist schwierig, dass ich euch das erklären kann, aber du spielst eine Karte aus, legst eine Straße, ja, und das Problem, wenn du es zu zweit spielst, ist halt, dass dir wenig in die Quere kommt, dass du immer frei bist im Tun. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel im Solo-Modus toll sein soll. Ja? Im Solo-Modus bekommst du dann eine Aufgabe, eine Punktezahl, die du lösen musst. Beziehungsweise zum Beispiel baue eine Brücke über den Nil oder besiedle so und so viele Gegenden. Dafür bekommst du natürlich auch Punkte. Ja, das mag sich ganz gut anhören, aber ich finde, ich habe mir die Regeln angesehen, das muss Solo so extrem langweilig sein. Das ist ja übel, ja. Nur Straßen bauen da gibt es viel, viel spannende Spiele. Also ich finde Fire im Großen und Ganzen kein schlechtes Spiel. Wiederum, ja, es gibt viele Leute, denen gefällt es und das nicht ohne Grund, aber bei mir kommt es nicht mehr auf den Tisch, es wurde schon verkauft, weil. Ja, wenn du nach der ersten, bei mir ist es wirklich so, wenn ich nach den ersten zwei Runden nicht merke, dass dieses Spiel einen fordert, ja, oder eine gewisse Spannung erzeugt, dann ist es schon schwierig, dass es mich überhaupt überzeugen kann. Ja, und Fayum braucht sicher
Einmal so kommt erst ab der Spielmitte oder drei Viertel des Spiels, wenn die Karten dann viel mehr werden, wenn du dir einige komplexere Karten gekauft hast, die dir dann ein bisschen mehr ermöglichen, dann kommt es ein bisschen in Schwung, dann kommt es in Fahrt, aber ansonsten ein langweiliges Spiel, das ich als Eurogamer nicht empfehlen würde. Na, also wenn ihr da Lust drauf habt, dann möglicherweise erstmal Probespielen auf, wenn ihr Möglichkeit habt, vielleicht Tabletop-Simulator und so weiter. Aber ansonsten, wenn ihr meinen Spielegeschmack kennt, würde ich das Spiel auch nicht empfehlen. Wie gesagt, eigentlich Bonfire und Fire waren auf meiner Essen-Neuheitenliste drauf für dieses Jahr. Leider zwei Enttäuschungen dieses Jahr. So, jetzt genug geredet über die Enttäuschungen, die mich leider nicht begeistert haben. Und wir kommen zu meinem Spielestapel, den ich hier nicht chronologisch abarbeiten werde, sondern je nachdem, wie er so daliegt und kommt. Ich möchte beginnen mit D-Day Dice. Ja, ich habe die englische Version schon verkauft für 15 Euro auf dem Flohmarkt von P3 Comics. Danke nochmal für die Versteigerung und viel Spaß für den, wenn es einen Zuseher gibt, der das natürlich gekauft hat. Hallo, ja, viel Spaß damit mit der englischen Version und wird sich dann definitiv vielleicht auch das Deutsche holen. Und was soll ich sagen? Das Spiel ist einfach grandios. Es ist und bleibt mein absolutes Lieblingswürfelspiel. Ich habe bis jetzt jeden damit begeistert, der es gespielt hat. Sogar meine Frau mag das extrem gerne. Sie sagt, ab und zu, wenn wir nicht viel Zeit haben, ja, spielen wir D-Day Dice. Genau so ist es. Und das ist ein Wargame-Thema, was sogar meine Frau mag. Ja, sie hat im Prinzip ja nichts gegen das Thema, aber das Spiel muss halt was können. Und das ist in diesem Spiel definitiv gegeben. Du wirst gefordert, mit deinen Würfelergebnissen den Strand zu erobern. Natürlich brauchst du da auch Würfelglück, aber du sammelst Ressourcen mit deinem Würfel und kannst dir Upgrades kaufen, Dice Manipulation machen, alles mögliche, Farbkombinationen erspielen. Das Ganze ist spannend, fordernd, diskutabel. Also für mich das beste Würfelspiel, was man sich kaufen kann. Definitiv meine Nummer 1. Und jetzt eben die deutsche Version. Und sie ist einfach der absolute Hammer. Denn wenn ihr den All-In-Pledge gemacht habt, ich habe leider noch nicht die PvP-Erweiterung gespielt, Atlantikwall, die befindet sich auch noch in der Extra-Box, aber ich habe natürlich den All-In gehabt, habe die diversen Karten auf die anderen Boxen, die ihr hinter mir vielleicht erkennen könnt, aufgeteilt, aus Platzmangel natürlich, und dann habt ihr schon mal extrem viele Fraktionen, die ihr spielen könnt. Ja, da haben wir wirklich viele mit unterschiedlichen Fähigkeiten dazu. Und dann seht euch mal die randgefüllte Box an. Und da habe ich mir dann echt gedacht, auch mit gesleeften Karten natürlich und so weiter. Und ich habe das gesehen, wie viel Zeug kommt denn dann eigentlich dazu? Ich habe mir das vorher gar nicht angesehen. Ja, du weißt das dann erst, wenn du es besitzt und mal gespielt hast. Da kommen eigene Einsatzteams dazu, es kommen Helden dazu, die dann eigene Würfeltableaus besitzen. Du kannst am Strand Überlebende finden, die dir helfen, auch in Form von Karten. Es kommen neue Fahrzeuge dazu, viel mehr Gegenstände, viel mehr Orden. Also es ist einfach nur Wahnsinn. Ich empfehle euch, wenn ihr die Chance habt, so ein All-In von D-Day Dice zu ergattern, dann kauft euch das Teil, wenn ihr Würfelspiele mögt. Ja, wenn ihr kein Würfel mögt, dann natürlich müsst ihr einen Bogen drum machen, aber dieses Spiel macht einfach nur Spaß, dauert nicht lange und kann einen nur anfixen, wenn man gerne würfelt. Meine Nummer 1 im Würfelgenre und jetzt die deutsche Fassung natürlich noch besser geworden. Man sieht ja auch, es hat sehr viele Auszeichnungen bekommen und ja, das nicht zu Unrecht. Leider fehlt da mein Siegel auch noch drauf. Das wäre auch noch geil. Aber ja, D-Day Dice ist einfach der Hammer. Holt euch das Teil, wenn ihr die Chance dazu habt. Ich glaube nicht, dass das dann, wenn die Lagerbestände aus sind bei der Spieleroffensive oder so, dann später noch so leicht erhältlich sein wird, würde ich jetzt mal mutmaßen, weil der Content in D-Day Dice so groß ist und so viel war, wird es Jahre gewartet haben drauf. Und es da auch einige Schwierigkeiten gab. Ich glaube, dass es da mit dem Reprint auch nicht so einfach werden wird. Von daher holt euch das, wenn ihr die Chance dazu habt. Ja, dann das nächste Spiel.
The Few and the Cursed zu zweit und solo gespielt jetzt auch. Und ich finde das Spiel nach wie vor der Hammer. Ich bereue es nicht, dass ich mein Clank in Space verkauft habe, beziehungsweise Clank in Space, weil ich einfach finde, dass dieses Spiel dir viel mehr Optionen, viel mehr Freiraum in deinen Handeln gibt. Klar, in Clank hast du auch deine vorgegebenen Wege, die du gehen kannst, aber ich finde, du hast hier viel mehr das Abenteuergefühl, die kleinen Stories, die du mit den Karten ziehst, die Kombo-Möglichkeiten, die du raushauen kannst. Richtig geiles, geiles Spiel, Artwork, absolute Klasse. Und wenn man das Western-Thema mag und Kartenspiele macht, dann macht man mit diesem Spiel absolut nichts falsch. Der einzige Negativpunkt, der immer rüberkommt, oder eigentlich gibt es zwei, viele Grüße an den Potti auch, der mich da auch gefragt hat, kann ich mir kaufen oder nicht. Sagt auch als Negativpunkt, es dauert zu lange. Klar, dieses Spiel spielst du nicht in einer Stunde runter. Und es fühlt sich dann vielleicht manchmal gestreckt an. Ja, mich hat es noch nicht gestört, weil mich das Spiel eigentlich so abholt, aber ich kann es verstehen. Ja, wenn es spät abends ist, dann kann sich das ziehen. Wir haben das Haus geruled, auch wenn man das nicht mag. Es ist nicht wirklich eine Regel, ihr entfernt einfach Wanted-Karten oder Artefakte, dann läuft das Spiel viel schneller, ohne dass ihr Einschränkungen habt und es ist dann auch gleich vorbei. Vor allem, es hängt auch von den Spielern davon ab. Ja? Also wenn ihr euch wenig Most Wanted-Karten holt, dann wird das Spiel auch länger dauern. Das heißt, ihr solltet auch schauen, dass ihr diese Karten holt, denn manchmal kann es sinnvoll sein, wenn man vorne liegt, dass man auch sieht, dass das Spiel aus ist, indem man die Most Wanted-Karten killt und nicht irgendwie auf der Map rumgammelt. Ja? Also ich kann es verstehen, wenn man sagt, es zieht sich zu lange und dass Downtime entstehen kann zwischen den Zügen, wenn jemand eine Mega-Combo raushaut. Ja, das gibt es bei anderen Spielen auch. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich ein geiles Deckbuilding-Spiel, das ich so nicht verkaufen würde und ich muss auch schauen, dass ich da irgendwie an die Add-ons rankomme. Ja, mein Kritikpunkt, der mich wirklich stört an dem Spiel, wäre, dass die Charakterfähigkeiten eigentlich nur im Vierspieler-Modus richtig zum Tragen kommen, ansonsten eigentlich völlig belanglos sind. Ja, also man braucht sie nicht wirklich, die fehlen mir eigentlich auch nicht, aber wenn man schon Spezialfähigkeiten macht, hätte ich gerne Fähigkeiten, die dir vielleicht nicht eher Richtung PvP gehen, sondern die dir in deinen Quests oder so ein bisschen mehr helfen können. Aber ansonsten wirklich sehr geiles Spiel mit super Artwork. Das auch hier ein bisschen ins Bild legen, damit ihr das auch sehen könnt. So, dann haben wir gespielt Kamigami Battles. Ja, meine Frau ist ja auch nicht so der begnadete PvP-Kartenspieler. Wenn die Kartenspiele gut sind, dann mag sie auch, ja, also zum Beispiel Herolimps findet sie auch ganz gut, aber Kamigami Battles hat sie auch überzeugt, das war echt ein geiles Spiel. Vor allem das Besondere daran ist, dass es so eine Art Kartenmechanik hat wie damals vor vielen Jahren, das Nightfall von Pegasus. Du hast Farbkombinationen, mit denen du deine Karten triggern kannst, musst natürlich darauf basierend auch dein Deck so einkaufen, dass die Farbkombinationen passen, ja, oder auch nicht, muss man ja nicht unbedingt. Und du hast einen Gott vor dir liegen, der auch Fähigkeiten hat, mit seinen Ressourcen haushalten muss und dazu noch einen Tempel, wenn man will, der einem auch Fähigkeiten gibt und auch mit Ressourcen arbeitet. Auch wenn man vielleicht das Artwork nicht so mag, ja, es ist wirklich ein Deckbuilding-Spiel, das ich so in der Sammlung noch nicht gehabt habe. Und das sehr, sehr, sehr gut funktioniert, enorm viel Spaß macht, hohe Modularität hat, wenn man sich alle Add-ons holt. Ich würde euch empfehlen, nicht nur ein Spiel zu kaufen, kauft euch gleich beide Grundspiele, beide Standalone-Games, dass ihr noch mehr Varianz hineinbekommt. Dann ist es noch geiler. Ja, also hier gibt es alles auch bei Dice Till Dawn, wenn ihr wollt, zu bestellen mit allem Zip und Zap dran. Also zum Beispiel Spielmatten gibt es da richtig geile, Promokarten und so weiter. Da auch gern bei Dice Till Dawn meinen Spielefreund einmal vorbeischauen beim Shop, wenn ihr an Kamigami Battles interessiert seid und ihr sagt, ich mag PvP-Kartenspiele. Wunderbares Spiel, wirklich. Ja, dann als nächstes haben wir Aliens Barkhunt. Das Spiel habe ich viermal gezockt.
Ja, einmal falsch im Livestream, beziehungsweise eigentlich fast richtig. Das war aber eigentlich schon die erste Partie, kann man sagen. Da macht man natürlich Fehler und ich habe da, das werde ich nie vergessen, ich habe mich mit den Charakteren weiter bewegt, nachdem ich aber schon ein Plättchen aufgedeckt habe, was ich eigentlich nicht darf, und habe dadurch das Spiel leichter gemacht. Ja, wenn man das nicht tut und das wirklich nach Regeln spielt, dann ist es schon sehr, sehr fordernd. Und es ist ein eigenes Spiel mit einer sehr coolen Tracker-Mechanik. Ja, das heißt, ein Spiel, in dem für Aliens-Fan, ich bin ein begnadeter Alien-Fan, ich liebe dieses Genre abgöttisch. Ja, Aliens ist für mich echt mein absolutes Lieblingsfranchise. Und man bekommt hier wirklich ein eigenes Alien-Spiel. Wie gesagt, diese Tracking-Mechanik, du ziehst eine Tracking-Karte, ja, diese. Und dann tauchen die Pips auf und du weißt dann, wo die Gegner spawnen. Da hat man sich wirklich was Tolles einfallen lassen, das thematisch sehr, sehr geil ist. Ja, und dass du dann den Komplex entdeckst, indem du Plättchen aufdeckst, ist vielleicht ein bisschen unthematisch, weil eigentlich kennt man die Komplexdaten, ja. Aber es gehört zum Spiel, dass man die Ortschaften erkundet, die Missionen löst. Die Missionen sind sehr banal gehalten. Das heißt, du musst einfach nur irgendwelche Punkte da betreten oder abschießen und so weiter. Total simpel gemacht, aber die Missionen geben euch Boni, wenn ihr sie schafft. Ja. Das heißt, das Spiel will gar nicht episch sein, es ist einfacher gemacht. Du spielst das zwei, dreimal an einem Abend spielen oder einmal ganz kurz, wenn man Zeit hat. Und ja, wenn man Aliens mag oder auch nicht, bekommt man hier ein richtig spannendes, tolles Spiel. Wobei auch diese Schussmechanik und Nachlademechanik sehr cool gemacht ist, ja, dass man die Charaktere erschöpft, indem man sie nach unten schiebt und dann eben nicht mit jedem schießen kann. Die Anleitung ist ungewöhnlich, das heißt, wenn ihr mit mehr Spielern spielt, hat man da, ich glaube, vier oder fünf Anleitungen gemacht in diesem Spiel und jeder bekommt irgendetwas zugeteilt. Im Prinzip hättest du die Anleitung auf eine Anleitung fassen können, auf eine klassische Anleitung, aber man hat versucht, dass man einen relativ schnellen Einstieg in das Spiel hat und jeder Spieler irgendwelche Bereiche übernimmt. Ja, finde ich ein bisschen suboptimal, das schaut man sich einmal an und leitet dann das Spiel wie ein normales Brettspiel. Aber ja, im Großen und Ganzen Alien Backhand, ein wirklich, wirklich tolles, tolles Spiel, das mir extrem gut gefallen hat. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Vor allem für Alien-Fans oder Solospieler. Ein sehr, sehr gutes Spiel, das mich wirklich überrascht hat. Ja, und dann kommen wir zu Eldersign. So, Eldersign war lange, lange her. Ich habe es auf der App sehr oft gespielt. Und dann hat meine Frau gesagt, weil sie dieses Spiel, das ist meine Nummer 2 im Würfelspielgenre, und sie hat gesagt, sie will unbedingt wieder mal Eldersign spielen. Und meine Tochter liebt auch Würfelspiele. Und ja, wie kann man das dann am besten verbinden, wenn man sagt, man will etwas spielen, wo die Erwachsenen Freude dran haben und die Tochter natürlich auch. Und ja, sie hat nichts dagegen, gegen diese Schauermärchen und so. Sie ist 7 Jahre alt und ihr gefallen diese Märchen sehr gut. Ja, ihr seht hier die Erweiterungsbox Grauen des Pharaos, die habe ich noch nicht gespielt, aber ich habe meine ganze Eldersein-Sammlung in einer großen Plastikbox, daher, das wäre jetzt nicht so cool. Und ja, und wir hatten alle mega, mega Spaß bei diesem Spiel. Vor allem meine Tochter bekam auch die Fluff-Texte vorgelesen, die sind echt. Also mit dem Grundspiel erstmal, und die sind echt nett geschrieben. Ja, also zum Beispiel gab es da die Karte Museum und dann steht da beim Museum, ist so ein Sarg mit einer Mumie drin und sie ist das von mir, meinen Spielen schon gewohnt, sie kennt schon Zombies und Mumien und so weiter. Und dann liest man da, ja, man sieht sich den Sarkophag an und plötzlich beschlägt die Scheibe von innen, als hätte jemand sie angehaucht. Ja, also. Meine Tochter verkraftet das locker, sie findet das sehr spannend und so weiter. Und das ist einfach geil geschrieben und wir hatten echt extrem viel Spaß mit Eldersein. Ja. Wer es nicht kennt, ich habe die Rezension auch schon dazu gemacht, da gibt es schon sehr viel auf YouTube zu sehen. Im Prinzip würfelt ihr Symbole aus, versucht dadurch Würfelproben zu schaffen und könnt euch mit ja, Artefakten und Zaubern ausrüsten. Zauber können Würfel speichern. Artefakte könnt ihr verwenden, um gelbe, rote Würfel hinzuzufügen oder die Würfel zu manipulieren.
Und je nach Erweiterungen kommen noch Zusatzeffekte hinzu. Ihr könnt Portale errichten, in andere Welten reisen. Ja, alles Mögliche kann man hier machen. Sehr, sehr geiles Spiel. Elder Sein endlich wieder mal gespielt und wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Vor allem, dass es meine Tochter auch lustig findet, finde ich auch schon wieder lustig. Ja, und dann kam eines meiner absoluten Highlights dieses Jahr, und zwar Tekeno, der Sonnenobelisk. Was für ein Spiel! Ja, und ich sage es immer wieder, das kam direkt nach Bonfire und Tekeno hat mich voll weggeblasen. Ja, und dann denkst du dir, boah, vorher steckst du 2 Tage in Bonfire rein, ja, quälst dich darunter irgendwie und dann kommt Tekeno auf den Tisch und du merkst schon nach den ersten 2 Zügen, boah, ist dieses Spiel verkopft und genial. Ja, also man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus und jeder, dem ich das Spiel gezeigt habe, das habe ich mit verschiedenen Leuten gespielt, ja, ich habe es zu zweit gespielt und zu dritt gespielt und die Leute, die dann auch das dann gesehen haben, ja, die Regelerklärung ist zu viel, das ist ein Expertenspiel, aber wenn man dann den Obelisk einmal dreht und dann sieht jeder, boah, jetzt ändern sich die Würfelwerte ja komplett, ja, also alles muss man jetzt anders handhaben. Und jeder sagt dann, das ist ja übelst krass und das ist genial. Ja. Und das Spiel ist wirklich der Gegensatz zu Bonfire. Du hast viel mehr Möglichkeiten, dein Spiel zu gestalten. Ja. Während du in Bonfire dich eigentlich strikt auf das Bonfire konzentrieren musst, hast du hier durch die Siegpunktkarten, die du sammeln kannst, durch die verschiedenen Aktionen auf dem Spielfeld, du kannst Statuen bauen, du kannst Werkstätten errichten, du kannst Statuen in. Ich glaube, die Horus-Aktion war das, in den Einsatzfeldern bauen, damit du ein bisschen mitnaschen kannst. Dann tauchen Spielendekarten auf mit unterschiedlichen Siegbedingungen. Ja, das heißt, du hast nicht wie im Bonfire immer nur die eine große Richtung, die dir die meisten Siegpunkte verschafft, sondern du hast hier eine Fülle an Optionen, die dir es erlaubt, Siegpunkte zu generieren. Und sowas mag ich, ja, dass du dir aus dem Denken nicht mehr rauskommst, welcher Weg wäre jetzt besser. Klar möchte man meinen, dass es dann ein bisschen glücksbehaftet ist. Ja, man spielt am Anfang so vor sich hin und erst im Laufe der Zeit tauchen die Spielendekarten auf. Das finde ich aber absolut nicht schlimm. Ja, denn es ist immer für jeden was dabei. Und wenn diese Spielkarten dann auftauchen, ja, und du hast schon eine gewisse Taktik gefahren, ja, zum Beispiel du bist viel auf die Werkstätten gegangen oder du hast schon viele Statuen hier am Tempel beigetragen und so weiter. Irgendeine Karte passt da meistens immer rein und das ist irgendwie so dann das Wettrennengefühl. Der andere Spieler versucht sie dir wegzunehmen. Wenn er das aber macht, ja, dann ist es für ihn wahrscheinlich nicht so vom Vorteil, weil er eine andere Karte brauchen würde. Das heißt, man pokert schon auf den Tisch, wer holt sich welche Karten. Ich finde das echt genial gemacht. Megaspiel. Ich mache auch noch ein Highlight des Jahres Videos bzw. Highlights des Jahres. Darum möchte ich jetzt nicht mehr so viel darüber sprechen. Tekeno ist einfach nur traumhaft gut. Ja, mein Mund wird schon ganz trocken. Das Mineral steht jetzt nicht neben mir. Und jetzt kommt das nächste Highlight. Praga Caput Regni. Ja, am liebsten hätte ich das hier statt Fayum auf meiner Essenliste gepackt, aber ich kann es ja auch nur antizipieren, welches Spiel wird mir wirklich sehr gut gefallen. Und Praga wirkte für mich am Anfang, als ich mir so die Neuheitenliste durchgesehen habe, das Cover ist ganz schön, aber seht euch mal das hier an. Es hat für mich sehr überladen gewirkt am Anfang. Auch der Spieltitel ist nicht so gängig irgendwie, ja. Praga, Caput Regni und so weiter, aber der Autor Wladimir Suchy sollte einem natürlich schon eine Lehre sein, wenn es um neue Spiele geht, dass der wahrscheinlich wirklich Top-Spiele raushauen wird. Und genauso ist es. Praga, Caput Regni ist ein Spiel nach meinem Geschmack, ein Siegpunktesalat. Das heißt, ihr habt von Anfang an viele verschiedene Wege, um Siegpunkte zu generieren, noch dazu einen schon innovativen Zugmechanik, ja, Aktionsauswahlmechanik mit dem Rädchen. Ihr könnt die Aktion wählen, setzt die Aktion dann oben wieder ein, dreht das Rad weiter. Toll gemacht. Noch dazu ein kleiner Puzzlefaktor dabei. Also wirklich, Praga Caput Regni, ein Wahnsinn. Vor allem,
für dieses Jahr sicher das beste Preis-Leistungs-Verhältnis-Spiel, das man sich am Markt kaufen kann. Für 40 € oder auch schon weniger habe ich es gesehen. Und diese Schachtel ist schwer, auch ausgestanzt, randvoll mit Teilen. Absolut beispielloses Spiel. Meine wärmste Empfehlung. Praga Capo Tregni, ein tolles Game. Ich zeige es euch nochmal in die Kamera. Also ich sage, richtig tolle Eurogames dieses Jahr rausgekommen. Und das sind Spiele, die kann ich wirklich ohne Einschränkungen empfehlen. So, dann etwas Kleineres, das ihr auch schon ein paar Mal gesehen habt bei mir im Kanal. Und zwar Super Motherlode. Ja, wieder mal auf den Tisch. Ganz einfach, meine Frau mag das Spiel extrem gerne. Und auch so ein Spiel, das du ja vielleicht in einer Dreiviertelstunde schnell gespielt hast, wenn du den Aufbau noch dazu rechnest, vielleicht eine Stunde. Deckbilder und du versuchst dich hier hinunter zu graben. Ja, ihr seht hier an der Rückseite die Oberfläche und dann beginnt man sich hier runter zu graben und dann gibt es da noch Teile, die legt man an. Mit einem Deckbuilding-Mechanismus, der dann zum Beispiel Bomben ausspielen lässt. Ja, ich möchte da jetzt nicht alles rausholen, das ist schon viel Zeug da drin in dieser kleinen Box. Du kannst dann so eine Art Bomben ausspielen, die dir verschiedene Erdstücke wegsprengen, dann kannst du Kristalle finden und so weiter, tauchst immer tiefer runter und nach einer gewissen Anzahl an Stages ist es dann zu Ende und ihr werdet die Siegpunkte dann zusammengerechnet, die ihr mit euren Karten und Markern gesammelt habt. Also sehr thematisches Spiel, ja, in dem ihr euch versucht, in die Erde zu graben. Also für mich das best umgesetzte Spiel, was das Thema anbelangt. Ich habe natürlich die anderen Digger-Spiele und so, oder Dig-In, das heißt, die habe ich alle nicht gezockt. Aber Super Motherlode ist, wenn ihr das Thema mögt und Deckbuilding mögt, wirklich eine absolute Perle. Da muss ich auch Werbung machen. Ich glaube, ich habe noch eines in www.p3comics.at gesehen. Ich weiß nicht, ob es im Webshop drinnen ist, aber im Shop habe ich eines, glaube ich, noch gesehen. Einfach mal anfragen, wenn ihr das Spiel auch haben wollt. Gibt es das bei P3 Comics? Ja. Dann ein richtig großes Teil. Und zwar Dwellings of Elderveil. Jetzt muss ich nochmal die Spiele hier auf den Tisch packen. Ich finde das voll cool, wenn man das sehen kann. Was natürlich alles da gelegen ist. So. Dwellings of Elderveil. Dazu möchte ich auch nicht mehr so viel sagen. Ich habe es ja auch rezensiert. Ich sage nur eines, auch eines der Highlights dieses Jahres im Eurogame-Genre. Und warum? Weil ich finde, dass es auch wieder komplett anders ist als die anderen. Es hat so eine Art Kartenmodifizierungsmechanik. Das heißt, die Karten haben Slots. Ihr könnt euch Blättchen kaufen, mit denen ihr diese Slots dann auffüllt und die Karten dann besser werden. Das heißt, es ist ein Engine-Builder mit Area Control dazu, der auch sehr, sehr interaktiv ist. Und ich habe es zu zweit gespielt und zu dritt gespielt und zu viert, glaube ich, waren wir auch. Und es hat mir in jeder Spieleranzahl richtig, richtig gut gefallen. Ja, das war echt der Hammer, dieses Teil, weil es sehr, sehr interaktiv ist. Und man muss sich auch natürlich darauf einlassen, ja. Aber es ist fair gemacht. Das heißt, du kannst hier die Meeples des anderen vom Board kicken, indem du natürlich den Kampf gewinnst, den man natürlich auch auswürfelt. Aber dadurch, dass du verlierst, bekommst du auch so eine Pfeilspitze, die dann auch wieder sehr viel wert ist. Ja, das heißt, du verlierst zwar, aber ich finde, dieser Effekt, wenn du verlierst, ist nicht so tragisch, ja. Es hat sehr viele coole Mechaniken, vor allem auch mit den Monstern, dass du diese kontrollieren kannst, aber nicht musst. Und dass dann auch Kämpfe gegen die Monster ausgelöst werden, wenn du dich benachbart zu ihnen hinstehst, dann werden sie aggressiv, kommen heran. Und dann gibt es eine Blood Rage Mechanik. Jeder, der benachbart ist, kann am Kampf teilnehmen. Alle Häuschen um dir, die geben dir noch einen Kampfboni dazu. Also, ich finde, das ist auch ein geniales Eurogame, da es so interaktiv ist. Und ich finde, vielleicht für mich bis jetzt der beste Vertreter, wenn man sagt, man will einen Engine-Builder haben, der Area Control und PvP beinhaltet. Ja, man muss das natürlich mögen, dass man hier ab und zu auch weggeklatscht wird von der Karte, aber das kann
das will das Spiel so, und es ist nicht so, dass man dadurch auch das Spiel verliert. Ja. Ihr kommt euch zwangsläufig in die Quere, aber es hat so einen schönen Spielfluss. Diese Upgrade-Mechanik ist einfach so toll. Ihr müsst überlegen, gebe ich die Plättchen für Ressourcen aus oder werte ich meine Karten auf? Welche Karten kaufe ich? An welchem Element steigere ich mich hoch? Also es ist einfach nur ein geiles, geiles Spiel. Ich habe Solo noch nicht getestet, aber ich kann nur sagen, ab zwei Spieler gefällt es mir schon sehr, sehr, sehr gut, funktioniert absolut toll. Und ab drei Spieler bis vier Spieler geht dann richtig das Chaos auf dem Spielplan los. Ja, also zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft noch nicht gespielt. Absolute Empfehlung, Dwellings of Elderway. So, dann. Ah, eine meiner letzten Rezensionen, Alpha Quest. Wieder ein absoluter Erfolgstitel von Blacklist Games. Viele von euch haben sich natürlich mein Fazit schon reingezogen. Haben sich das auch bei Dice Till Dawn noch die Restbestände aufgekauft. Da war natürlich schönen Gruß von Stefan und schönen Gruß an Stefan von mir und einen von ihm an euch natürlich, an alle Zuseher, weil er hat mir gesagt, alle Bestellungen gingen raus und dann hatte er Kreuzschmerzen, weil der so viele Kartons packen musste und das war echt übelst viele. Aber Leute, ich kann nur sagen, jeder, der sich das Spiel jetzt gezogen hat, seid froh, dass ihr es habt. Denn das wird man auch auf dem freien Markt nicht mehr so leicht bekommen. A, es ist sehr beliebt, dadurch schnell ausverkauft. B, es wird im Retail auch nicht leicht erhältlich sein. Ja, ihr seht es an Street Masters. Wo bekommt man Street Masters her? Nirgends. Ja, also, wenn ihr irgendwas mit Dungeon Crawler anfangen könnt und mögt es, dass die Figuren mit Karten gesteuert werden, dann seid ihr bei diesem Spiel absolut richtig. Und ich möchte es nochmal betonen, ja, das Spiel hat kleine Schwächen, aber die sind mir scheißegal, diese Schwächen. Und schönen Gruß an den Becky, der natürlich da immer alles sehr, sehr detailliert aufarbeitet. Das könnte ich in dieser detaillierten Kleinpickerei nicht machen. Aber ich sage einfach noch dazu, die Schwächen des Spiels sind, es kann lange dauern. Ja, es beginnt meistens sehr gemütlich, kann dann aber relativ schnell ins Gegenteil ändern. Und durch diese zufälligen Zusammenstellungen, die ihr machen könnt, habt ihr da eben ein unterschiedliches Erlebnis. Ja, entweder dauert es, bis es in Fahrt kommt, das Spiel zieht sich ein bisschen hinaus, oder es wird komplett unfair. Das kann euch natürlich passieren. Aber das ist mir wirklich alles, ich sag's nochmal, scheißegal. Warum? Weil das Spiel im Großen und Ganzen sowas von geil ist, ja, es macht mir zum einen Spaß, diese HeroQuest-ähnliche Map zu erkunden. Zum anderen macht mir das Kampfsystem Spaß, ja, ich liebe ja handkartengesteuerte Miniaturen, was ich immer betone, und es ist einfach toll, ja, diese Charaktere fühlen sich so unterschiedlich an, da es einfach nur lustig ist, jeden Charakter zu erforschen, zu spielen. Wie spielt sich der? Dann diese zufällige Kombinationen, die vielleicht für Unausgewogenheiten sorgen können, zu entdecken. Ja, das heißt, du spielst jetzt mal keine Kampagne, sondern einfach nur One-Shot, ziehst dir irgendwelche Kombinationen raus und spielst das Spiel. Und auch wenn es sich ein bisschen zieht, so wie das Let's Play von Stefan und von mir letztes Mal, war es trotzdem ein sehr, sehr geiler Spieleabend mit 5 bis 6 Stunden oder so. Der ist mir absolut wert, weil ich habe nicht bereut, dass ich so viel Lebenszeit hineingesteckt habe, weil einfach die Konstellation so war. Und wir haben es am Ende trotzdem nicht geschafft. Ja, ich habe mir die ganze Zeit dann gedacht, boah, wir schaffen es, es war einfach. Aber im Endeffekt hat es dann doch nicht gereicht und es war sehr, sehr spannend. Ja. Das heißt, dieser Random-Faktor, der das Spiel vielleicht hinauszögern kann, ist mir wirklich total egal, weil das, was das Spiel macht, die Figuren zu steuern, diesen Dungeon zu entdecken, diese Räume aufzumachen, die Gegenstände dann hinzustellen, ja, zu durchsuchen, Gegenstände zu finden, die Charaktere unterschiedlich spielbar, das ist einfach traumhaft gut und ja, so ein Spiel habe ich gesucht. Es ist auch nicht egal, in welche Räume ihr geht. Ihr müsst das dann schon mit Bedacht wählen. Geht ihr dann in einen großen oder einen kleinen Raum, wo spawnen die Monster? Super gemacht. Dazu noch von Mage Knight diese Mana-Mechanik mit den Würfeln geklaut, dass man die Karten stärker machen kann.
geile Sache. Ja. Definitiv neben Street Masters eine absolute Perle. Und wenn ihr Street Masters habt und ihr mögt Dungeon Crawler, dann ist es ein Pflichtkauf für euch, wenn ihr irgendwo noch an dieses Spiel rankommen könnt. So, jetzt haben wir noch zwei Titel, oder haben wir da noch mehr? Oh, da gibt es ja noch einiges. Oh Gott. Ah, na, so viel ist nicht mehr. Und zwar Super Fantasy Brawl. Ich habe da jetzt vier Partien gespielt, zwischendurch mal verteilt auf 3 Wochen, und es ist geil. Ich habe es in den Prototypen-Videos schon gesagt, dass mir das Spiel extrem gut gefällt. Klar, die Box ist krass überproduziert, finde ich aber auch nicht schlecht, weil die Miniaturen drin ziemlich fett aussehen und richtig geil wären, wenn man die Zeit hat, sie zu bemalen. Ja, und es ist das versprochene kleine taktische Spiel. Und das macht es echt besonders. Ja, du hast einen schnellen Spielaufbau. Wir machen meistens keinen Draft. Ja, das würde zu lange dauern. Wir wählen uns einfach die Helden, einigen uns darauf, wen wir spielen. Das kann man ja machen. Und dann zocken wir gegeneinander. Und es ist immer wieder spannend, wenn beide Spieler die Regeln können. Da macht es voll Spaß, die Charakterkombinationen zu entdecken. Man muss immer aufpassen, wenn dann mit der Zeit mehr und mehr Ziele kommen. Man verliert das Spiel meistens dadurch, dass man es nicht mehr schafft, ein Ziel zu kontrollieren, das viel Punkte bringt, weil man es aus den Augen verloren hat und sich auf andere Ziele versteift hat. Also man muss ja wirklich viel pokern in diesem Spiel. Und die Ziele im Auge behalten. Das ist es, wo man den anderen Spieler dann abzocken kann. Ja, zusätzlich gibt es auch noch tolle Charakterkombinationen. Ihr seht es im Video dann auch. Ich habe da schon ein Let's Play mit Stefan gedreht. Das war mega cool. Er hat da eine Combo gemacht, wo er mir 4 oder 8 Schaden dann hineingedrückt hat. Und ist dann mit einem Charakter immer mit einem Leben rumgegurkt und hat den dann sogar noch hochheilen können. Mega, mega geiles Spiel, wenn man PvP-Miniaturen und ein bisschen, na, jetzt kenne ich das Genre gerade nicht, MOBA, ein bisschen MOBA haben will, dann kommt ihr hier voll auf eure Kosten. Bisschen MOBA ist, sage ich nur dazu, ihr habt hier keine Trash-Mobs, die auf die andere Base wandern oder Ziele zerstören müsst. Nein, MOBA-Gefühl kommt in diesem Spiel nur rüber, weil ihr Helden habt, die sich permanent auf die Nüsse gehen und einen Respawn haben, und ihr habt 2 Bases, die ihr auch gegebenenfalls erobern müsst, je nachdem, welche Ziele auslegen. Aber Super Fantasy Brawl werde ich nie mehr hergeben. Tolles Spiel, tolle Spielmatte, die es auch dazu gibt, und ich hoffe, dass ich da mein Verlosungsexemplar auch bald zugesandt bekomme für meine Patreons. Hoffentlich. Ja, das war Super Fantasy Brawl. Und ihr seht schon, der Stapel wird immer größer hier. Und jetzt haben wir noch ein Spiel. Und dieses Spiel, das ist wirklich ein Spiel. Und ich möchte nicht dazu zu viel sagen, weil ich dann noch ein Fazit dazu drehen werde. Die verlorenen Ruinen von Anak. Boah, ist dieses Spiel geil. Ich hätte es mir nicht gedacht, dass es so geil ist, aber es ist der Hammer. Für mich ist dieses Spiel der Inbegriff eines Spiels. Ja, wirklich. Also ich möchte wirklich nicht viel dazu sagen, weil ich bin so geflasht davon. Wir haben dieses Spiel. Meine Frau war so weg von dem, dass sie hat im Bett noch davon geredet. Am nächsten Tag, als ich nach Hause gekommen bin, spielen wir heute wieder. Ja, nächsten Tag spielen wir wieder. Also das ist so übelst gut, das hookt uns total, dieses Spiel. Und ich werde es im Fazit dann auch noch detaillierter erklären. Es sei nur so viel gesagt, dieses Spiel muss in jeder Sammlung stehen und kannst du mit jedem spielen. Sehr thematisch gemacht für eine Eurogame. Und ja, mehr sage ich dazu nicht mehr. Ob dieses Spiel mein Highlight oder Tekeno es wird, das wird sich dann in den anderen Videos noch zeigen. Es wird sehr schwierig. Aber Lost Ruins of Anak, ja, wie gesagt, ein Spiel, das jeder in seiner Sammlung haben sollte, ich finde. Ja, und mir fehlen die Worte. Es macht eigentlich nichts Neues, dieses Spiel. Aber das, was es macht und was es kombiniert und was es machen will und wie man es spielt, macht es perfekt und macht jedes Spiel zu einem Erlebnis, finde ich. Ja, und verkürzt euch. Also die Zeit vergeht wie im Flug.
Ich könnte jetzt so losreden über dieses scheißgeile Spiel. Ja. Also ich finde, es wird den Hype absolut gerecht. Holt euch das, vorbestellen, was nur das Zeug hat. Ich glaube, dass jetzt schon auch die zweite Welle, die dann gedruckt wird, wahrscheinlich schon fast ausverkauft sein wird. Und ja, drehe dann noch ein Fazit dazu, dann werdet ihr mehr dazu erfahren. Anak hat uns total begeistert. Das ist wirklich ein tolles, tolles Spiel. Ja. Und dann sind wir durch mit meinen gespielten Spielen. Und ihr seht schon, Dwellings of Elderwale habe ich jetzt nicht auf dem Tisch. Das liegt noch hier. Und ist das nicht extrem? Das waren schon sehr viele Spiele. Es könnten in diesen paar Wochen natürlich noch mehr Spiele sein, die man gespielt hat, ganz klar. Aber man muss ja sagen, bei Prager Caput Regni spielst du ja auch nicht in einen Tag, da hast du auch gleich mal zwei, drei Partien hintereinander, das sind schon 3 Tage. Dann Tekeno sowieso voll geflasht auch gewesen davon, dasselbe. Alta Quest eine ganze Woche gespielt. Dwellings of Elderwale, auch 3 Partien gemacht, das kostet dich dann auch 3 Tage. Ja, also genial. Ja. Anak habe ich glaube jetzt am Wochenende und so weiter, ich glaube, ich habe 4 Tage durchgezockt. Dann, ja, einige Spiele brauchen dann natürlich mehr Zeit, um sich da reinzuarbeiten. Aber trotzdem waren es wirklich extrem viele. Ja. Ich habe da hier zum Beispiel noch Flügelschlag-Addon. Ich habe hier Under Falling Skies, was ich noch spielen will. Ich habe noch sehr viele auf meiner Liste. Wasserkraft steht da noch. Abomination, Trismegistus, dann Calcio, dieses Katzenspiel, was ich da sehe. Also da habe ich noch einiges vor mir. Crystal Palace habe ich schon gespielt. Will ich noch unbedingt rezensieren. Meiner Frau auch noch zeigen. Dann die Klinik steht da noch. Also Arbeit noch. Und nöcher, was da auf uns zukommt. Und das ist natürlich angenehme Arbeit. Irgendwas wollte ich euch jetzt noch sagen, was mir gerade nicht einfällt. Also ist mir jetzt vor lauter Reden schon entfallen. Ja, genau. Human Punishment. Ich werde versuchen, bis zum Kickstarter diesen geilen Prototypen noch zu spielen, habe mich da auch schon ein bisschen vorbereitet und das, was ich an Regeln gesehen habe, das ist wirklich genial. Ich glaube, das Spiel wird absolut klasse sein. Mittlerweile sieht der Prototyp natürlich auch schon ein bisschen anders aus, aber ich glaube, das war einer der besten Prototypen, die ich je bekommen habe, von der Qualität her. Absolut erste Sahne. Und ich hoffe, dass ich da eine Viererrunde mindestens zusammenbekommen werde, jetzt in der Corona-Zeit. Ja, da wollen viele Leute natürlich auch nicht irgendwo hinfahren in einen anderen Haushalt, sollte man auch nicht unbedingt machen. Aber irgendwie muss ich dann schon schaffen, wenn da mal kurz die Regeln gelockert werden, dass ich dazu komme, der Beginning zu testen. Ansonsten soll ja auch gut zu dritt funktionieren. Schauen wir mal, ob das dann möglich ist und ich freue mich mega drauf. Ja. So, und Maximum Apocalypse liegt auch hinter mir, habe ich auch schon gespielt. Habe ich auf der Liste, glaube ich, sogar vergessen. Maximum Apocalypse, mega cooles Spiel. Hat mir extrem gut gefallen. Ungewöhnlich mit der Aufdeckmechanismus, dass die Gegner da irgendwie immer mit dir mitlaufen. Auch sehr schön gemacht, Planet Apocalypse. Ja, und jetzt gerade bin ich am Aufbauen. Ihr seht das Material nicht, da das vor der Kamera liegt, von Hallertau. Freue mich übelst drauf. Ja. Freue mich immer wieder drauf, auch solche großen Rosenberg-Spiele zu testen. Ob mich das dann auch abholen wird. Optisch sieht schon mal cool aus. Ihr habt sehr, 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 sehr viele Karten in dieser Schachtel. Extrem viel verschiedene Ressourcen. Das triggert mich schon mal. Und da bin ich gespannt, wie es meiner Frau heute gefallen wird. Ja, und was Prototypen anbelangt, da muss ich schon noch einiges loswerden. Das heißt einiges, aber es liegt mir irgendwie auf der Seele. Ich finde es schade, dass ich den Uprising-Prototyp immer noch nicht bei mir liegen habe. Ja, also ich glaube, ich habe den Kickstarter-Auslieferung, bevor ich überhaupt den Prototyp habe, der mir hoch und heilig versprochen wurde. Das finde ich extrem schade. Weil ich hätte das so gerne alles an Videos rausgehauen, was es gibt. Ich hätte es auch gerne mal echt in Fleisch und Blut gespielt, ja, und gefühlt dieses Spiel. Ich habe den All-In-Pledge natürlich, aber
Ja, was man verspricht, sollte man eigentlich halten. Da bin ich ein bisschen enttäuscht davon. Aber wir haben ja natürlich Human Punishment und da muss ich auch schauen, dass ich meine Versprechen halte. Aber in Corona-Zeiten wird es ja nicht einfach werden. Also, Stefan, falls du das Video siehst, ich gebe mir Mühe, dass wir dann eine Runde zusammenbekommen und dass ich dann auch meine Meinung zu diesem Spiel natürlich kundtun kann, wie immer meine ehrliche Meinung dazu sage. Ja, Shaddam Uprising. Und da gingen ja einige Prototypen raus an Reviewer, die immer noch nichts gezeigt haben. Und das finde ich ja ein bisschen schade. Ja, ich hätte es gerne gehabt und schon Content rausgehauen und hätte es selber schon gerne gespielt. Also werden wir da erstmal warten, bis wir den Kickstarter bekommen. Und da freue ich mich riesig drauf auf dieses schöne Felix-Koop-Spiel. Ja, ansonsten werde ich jetzt noch ein oder zwei Top-Listen für euch machen, wenn ich die Zeit habe. Noch das Fazit für Anak jetzt schnell drehen. Und hoffe, ihr freut euch auf die Top-Listen. Und zwar, ich habe vor, Eurogames Top 5 zu machen und Jahreshighlights vielleicht Top 10 zu machen. Das Schlimme ist, dass sich da vieles kreuzen wird. Ich weiß nicht, ob es dann langweilig wird bei den Videos. Schreibt es mal in den Kommentaren, ob ihr beides haben wollt oder ob ich es kombinieren soll. Jahreshighlights mit Top 5 Eurogames. Ich glaube, ich werde es vielleicht sogar kombinieren in einem Video. Jahreshighlights. Ja, muss man sehen, wie man das macht, weil, wie gesagt, es werden da viele Kreuzungen auftauchen. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und lasst mir einen Daumen hoch da oder viele, viele Kommentare. Ich lese die sehr gerne. Unterstützt mich auf Patreon, wenn ihr wollt. Ich muss auch mal das Patreon-Formular ändern. PC habe ich ja schon gebaut. Das restliche Geld wird dann wieder in Spiele oder in Equipment natürlich investiert. Da bin ich sehr offen. Werde ich dann auch zeigen, was ich mir kaufe. Vielleicht auch dann noch eine bessere Kamera, die nicht alle 26 Minuten einen Schnitt reinhaut, den ihr vielleicht schon bemerkt habt. Das hätte ich mal vor, als nächstes von diesem Geld zu kaufen. Ich habe davon noch nichts abgebucht und spare das natürlich. Und da würde ich mich auch riesig natürlich über Unterstützung von euch freuen. Und wie gesagt, Content kann ich da leider zusätzlich nicht raushauen, aber ab und zu gibt es dann Spiele als Verlosungen, die ich euch dann gratis natürlich zusenden werde. Ja, so viel zu den gespielten Spielen. Und es freut mich jetzt, Hallertau zu testen, wenn wir heute die Zeit dazu haben. Jetzt werde ich das Video noch schneiden, nochmal etwas drehen und dann Hallertau aufbauen, wenn die Zeit noch bleibt. Ich wünsche euch noch einen schönen dritten oder vierten Advent. Bis zum nächsten Mal. Euer Austrian Board Gamer.